So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, ne? Und zwar testen wir heute mal Maximal G Energy Drink mit Koffein und Taurin. Den habe ich, glaube ich, im Pennymarkt gefunden. Vier verschiedene Sorten. Guckt euch das an. Das sind die Penny Energy Drinks. So, mal kurz halten fürs Thumbnail. Jetzt weg mit dem Mist hier. Und da gibt es vier Sorten. Nämlich den normalen. Ne, warte mal hier. Es gibt den normalen als zuckerfrei. Steht extra hier Sugarfree da. Es gibt den normalen mit Zucker. Dann gibt es hier diesen blauen mit Gletschereis-Taste. Den finde ich sehr genial. Und es gibt Blaubeerkokos. Blaubeerkokos. Kokos. Wie sagt ihr das? Kokos, Kokos. Es ist ja OO, also egal. Die wollen wir jetzt mal alle probieren. Jeden einzeln Farbe testen, Geschmack testen und dann am Ende alle vier zusammen wieder in diesem kleinen süßen, auf die dicken Maßkrug. Ihr kennt das ja. Habe ich ja so eingeführt. Statt einer Dose 5-0er am Ende zu exen, leben wir ja gesund und hauen uns einen Liter Energy rein. Was nur 0,5 sind, also egal. Wir fangen an mit dem zuckerfreien Maximal G. Der wird jetzt hier aufgemacht. Das ist natürlich alles wieder badwarm. Ich empfehle immer solche Sachen vielleicht vorher zu kühlen, dass sie halt nicht so badwarm sind. So. Wir haben letztens auch diese zuckerfreien gehabt. Diese zuckerfreien, kalorienarmen komplett, die waren alle richtig durchsichtig, richtig transparent. Du konntest, das sah wirklich aus nach nichts. Jetzt schenkst du diesen hier ein und der hat genau diese pissgelbe Farbe, wie man es eigentlich von Energy Drinks gewohnt ist, obwohl da auch kein Zucker drin ist. Liegt es jetzt an den Kalorien? Sind Kalorien etwa gelb? Wir riechen mal und er riecht komplett süß. Wir probieren den mal. Und obwohl der zuckerfrei ist, schmeckt er eigentlich wie ein ganz normaler Booster. Hey, also Maximal G, finde ich gut, kann was, würde ich kaufen. Ich bin ja eigentlich nicht der Freund von Getränken ohne Zucker, weil die dann immer trotzdem irgendwie total süß sind, aber total pappig und künstlich und chemisch. Aber das schmeckt wirklich wie ein ganz normaler Energy, obwohl der zuckerfrei ist. Haben sie gut gemacht, finde ich wunderbar. Wie eben auch das blaue und das schwarze Booster. Und deswegen bevorzuge ich das schwarze, wenn ich wirklich mal einen Booster trinke, was aber sehr selten ist. Jetzt haben wir den ganz normalen Maximal G Antriebsstoff mit Koffein, Taurin, Original. Der hat auch original dieselbe Farbe. Machen wir hier 0,4 Liter. Selbe Farbe, ganz normal. Der ist jetzt also mit Zucker, der ist also total brandgefährlich. Trinkt den nicht. Ja, und ich dachte es mir schon, der ist geschmacklich sogar einen Ticken besser. Aber weil ihr ja gesund leben wollt, nehmt ihr natürlich trotzdem den zuckerfreien mit der blauen Schrift drauf. Und trotzdem macht der einen richtig guten Eindruck. Ich glaube, das ist auch eine totale Billigmarke. Ist halt kein Red Bulls, nichts anderes. Ist total billig. Aber es schmeckt eigentlich sehr angenehm. Jetzt weiß ich nicht, nehmen wir Gletschereis oder Blaubeerkokos als nächstes? Ich glaube, wir nehmen Gletschereis als nächstes, weil das reiht sich so ein. Zwischen Silber und Blau kommt jetzt das Silberblaue. Gletschereis, den stelle ich mir natürlich jetzt richtig schön blau vor, wenn ich den einfülle, dass der richtig gut aussieht. Ja, guckt euch die Farbe an. Schöne Gletschereisfarbe am Start. Das sieht doch gut aus, oder? Ein Blue Curaçao im Gläschen, Gletschereis, wie also ein frisches Eisbonbon. Ist auch interessanter Geschmack, passt natürlich zu Energy Drinks richtig gut. Schmeckt's aber auch. Ich denke mal ja, es ist Maximal G, warum nicht? Riecht sehr neutral, riecht nach gar nichts. Da fehlt mir jetzt dieser Geruch erstmal von diesen Eisbonbons. Okay, Gletschereis-Taste. Überzeugt mich jetzt nicht so.
schmeckt total pappig irgendwie. Also beim Gletschereis, wenn du einen Eisbonbon hast und erwartest diesen Geschmack und dann trinkst du das und der schmeckt halt einfach irgendwie, ja, wie Pappe halt, wie Pappe. Der ist zwar nicht so brechsüß, von daher ist es voll cool, voll in Ordnung, aber dir fehlt trotzdem irgendwie dieser Eisgeschmack, den du sonst hast. Selbst der Alge mit Gletschereisgeschmack hat einen richtig bezaubernden Gletschereisgeschmack gehabt. Hat richtig an diese Eisbonbons erinnert. Aber dieser Gletschereis hat nichts mit dem Gletschereis im eigentlichen Sinne zu tun. Leider Gottes. Ich hoffe mal, dass Blaubeer-Kokos uns jetzt noch überzeugt. Also da habe ich jetzt mehr erwartet. Es ist so leicht, einfach diesen künstlichen Geschmack herzustellen, weil das ja einfach künstlich ist. Aber das war nix. Da war kein Geschmack da. Wir haben aber noch Blaubeer-Kokos-Taste. Da denke ich jetzt natürlich, der ist lila, weil die Dose lila aussieht. Aber ob der wirklich lila ist, das seht ihr dann, wenn das Licht angeht. Und der ist natürlich blau, weil es ist ja Blaubeer. Ach, bin ich blöd. Im Endeffekt schmeckt das jetzt noch nach Gletschereis, weil es blau ist. So, eine ganz zärtlich leichte blaue Note, Blaubeer-Kokos. Und der riecht richtig nach Raffaello. Also der riecht gut, wenn der so schmeckt, wie der riecht und nicht zu süß ist, ist das auf jeden Fall ein super Energy. Du schmeckst die Kokosnote. Du schmeckst eine süße, bärige Note. Ist auf jeden Fall viel süßer als Gletschereis, aber ist irgendwie halt auch fruchtig und erfrischend, karibisch, anders. Also Blaubeer-Kokos von mir, Empfehlung, wer wirklich mal einen besonderen Energy-Drink haben möchte, Maximal G aus dem Penny, Gletschereis gar nicht. Und bevor ich den normalen trinke, trinke ich lieber den zuckerfreien, wer einen günstigen Energy möchte. Aber ich supporte weiterhin natürlich Booster, vor allem weil Penny bei uns erst in Suhl ist, hier eine Stunde entfernt. Und Netto haben wir hier in der Stadt sogar zwei. Also wenn ich mal wirklich Energy brauche für irgendwas, dann Booster. Darüber geht nichts. Jetzt schenkt man uns hier nochmal ein. Diese verschiedenen Sachen immer ein bisschen. Muss nur für die Mama immer noch was übrig lassen. Einmal hier den normalen, ohne Zucker. Den normalen, mit Zucker. Den Gletschereis, ohne Geschmack. Den Blaubeer-Kokos, der beste war an sich. So, wo ist jetzt noch am meisten drin? Die fühlen sich alle ungefähr gleich an. Hier ist, glaube ich, noch ein bisschen. Können wir da noch. Das sind ja eh die normalen Geschmäcker. Und jetzt ist alles im Prinzip grün. Jetzt lassen wir das so, wie es ist. Das ist das neue Hulk-Getränk. Guckt euch das an. Der Incredible Hulk, also der verkrüppelte Hulk im Glas bei Auf die Dicken. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und habt ihr schon mal Maximal G getestet? Kennt ihr das auch? Gibt's vielleicht noch andere Sorten, die ich jetzt gar nicht hier hatte? Schreibt's mal in die Kommentare. Prost! Man!